Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2 und wir machen weiter mit einer anderen Welt. Nicht mehr mit Welt 2 oder wo wir jetzt sind. Wir machen nicht weiter, wo wir schon aufgehört haben. Nämlich Welt 4. Hat das wohl 8 Welten? Bei New Super Mario. Ne, New Super Mario Bros. Hat mit der Sternwelt 9. Na gut. Hier ist noch ein Komet, wo man. Ja, den machen wir noch gerade. Was heißt gerade? Wahrscheinlich ist es noch mit Sprungfeder Mario und das geht dann richtig scheiße in die Hose. Das auf Zeit ist mit Sprungfeder Mario. Oh, da stell dir mal vor, was mit Kettenhund auf Zeit. Ich glaube, der hat was in sich. Schatten Mario ist in der Goldhundschmiede. Okay. Das hört sich relativ gechillt an. Schauen wir mal. Ja, die soll mich jetzt hier noch behindern oder so. Das macht mir immer nichts. Mal schauen. Ja, wir fangen sogar hier an. Ja, ich bin erstmal ganz gechillt. Ich reg mich noch nicht auf. Ich reg mich erst ab dem 5. Fail oder 3. auf. Weiß nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie schwer es ist. Ob es asozial ist. Wenn es asozial ist, reg ich mich natürlich auf. Ah, jetzt kommen sie schon. Aber wir müssen ja nur den Goldhund nach Hause bringen. Tschüss, Mann. Rüber. Was? Der kann auch einfach so rüber jumpen. Scheiß Assi, du. Müssen wir die alte besiegen? Hält sie in Grenzen. Verdammt, das ist aber schon fies, ne? Ja, wie die. Das ist asozial, Leute. Ich kann da ja nicht unendlich draufstehen. Boah, ja, ist klar. Ist klar. Guckt euch den asozialen Kack hier an. Was ist das denn für eine Assi-Kacke hier? WTF. Ja. Ganz klar. Okay. Scheint ja sehr einfach zu sein, oder? Okay, ich versuche mal was ganz anderes. Da ist der goldene Kettenhund. Er kommt. Ja, ich habe eine Idee, so lange hier rumlaufen, bis er dann kommt und dann, ja. Erste Hürde ist geschafft. Oh, jetzt laufen die hier rum, die Assis. Mann, geh um. Oh, scheiße. Verdammte. Ich glaube, man hat nur einen Versuch. Guckt euch das mal an, wie viele dann sonst hier rumtrollen. Nur ein Versuch. Guckt euch das mal an, wie viele hier sind. Schwerster Stern bis jetzt? Ja. Da habt ihr recht. Schwerster Stern bis jetzt. Was ist das denn? Das ist doch echt eine Assi-Kacke. Wer hier irgendwie das einfach findet, Leute, dann tickt ihr, glaube ich, nicht mehr so ganz sauber. Oh, scheiße. Unnötiges Leben verloren. Obwohl, hier ist ja eh eine Münze. Hier ein bisschen rumlatschen. Latschen, latschen, latschen. Und tschüss. Latschenkiefer haut ab. Die Latschenkiefer. Ich da jetzt drauf komme, sind ja auch ein Rätsel, aber egal. So, rüber skillen, super. Hat echt gut geklappt. So, das letzte ist jetzt eigentlich ziemlich einfach. Wo kommt denn der? Mann, verpisst euch, ihr Assis. Yes, hat geklappt. Wir haben es geschafft. Die Assi-Kacke ist geschafft. Puh. Puh. Welcher Try? Ich habe nicht mitgezählt. Third, glaube ich. Schön viel Sternstaub. I like it. Das war nicht schlecht. Ich hätte gedacht, da brauche ich jetzt richtig lange für den ganzen Part oder so für. Aber habe ich ganz gut hingekriegt. Könnt mich aber auch korrigieren. Vielleicht war es dann doch nicht so schwer. Aber Leute, es waren übertrieben viele Schatten-Marios. Ich habe mit 4 oder so gerechnet. WTF, ja, schon übertrieben. Aber ich habe es geschafft. Sehr schnell sogar. Ich gebe auch bei sowas nicht, aber das war schon eine Assi-Kacke. Oh, jetzt können wir den Bowser auch nochmal an. So. Was ist das denn? Bowsers Schwerkraft-Parkour. Ach. Ich kann mir was darunter vorstellen, nämlich wahrscheinlich wird auch mit an der Decke schweben und so kleben oder ja, sowas halt. An der Decke lang gehen, Spider-Man. An der Wand kleben, an der Wand langlaufen, genau.
So habe ich mir das vorgestellt. Nein! Die Musik! Ich fasse es nicht, krieg Gänsehaut, weil ich liebe die. Koopa's Road aus Super Mario 64. Hatten wir ja schon mal. Natürlich remixed. Nein, 64er Mario ist noch besser. Boah, nichtsdestotrotz. Hier geil. Es passt einfach zu dieser Lava. Oh, Kamek. Hey, ich hab dich auch immer. Ich hab dich immer in Mario Party 9 genommen. Na, und Shy Guy. Ja, du hast Shy Guy mehr genommen als mich. Deswegen werde ich dich jetzt ownen. Wo ist denn hier die Kometenmünze? Oh, hier ist immer. Ja, wie hat der Pilz einen Namen, Leute? Ja, schon ist er wieder weg, ne? Oder auch nicht? Doch. Was für ein unnötiger Schwachsinn. Wo ist die Kometenmünze? Wo ist sie? Da drauf? Könnte sein. Jetzt gehe ich down. Nee, da ist sie nicht. Sorry. Für die Kometenmünze gehe ich gerne drauf. Aber ich habe sie ja nicht bekommen. Scheint anspruchsvoll hier zu sein. Auf jeden Fall. Natürlich war der Def nicht nötig. Trotzdem. Sehr fordernd hier. Mann, verpiss dich doch. Auch wenn ich dich mag. Oh, nö. Die hasse ich sowieso. Knochentrocken. Vor allem, weil man sie nicht besiegen kann. Kann man hier drauf. Ah, ausgetrickst. Jetzt haben wir auch 6 Leben. Jetzt hier viel gechillter. Zack. Jetzt geht's gegen die Schwerkraft. Wir brauchen schon Schwerkraft. Können wir auch überlisten. Wir sind Mario. Mario. Obwohl Kamek konnte es ja auch. Oh, Scheiße. Der Schmarrn geht in Boden, in Lava. Versinkt. Ach. Ja. Ich hätte gern besseres Versteck. Ich denke, da zu komplex, habt ihr es eben gesehen. Ja, natürlich, ich bin ja down gegangen. Ich dachte, da auf der Säule wäre die und der ist hier einfach so mitten im Raum. Ey, es ist so schlecht manchmal. Die Verstecke hätten besser sein können. Und manche habe ich ja nicht gefunden. Manche sind ja ganz gut, aber die meisten nicht. Na gut, so hier übelst Assi-Verstecke, die möchte ich auch nicht haben. Aber oh, das ist aber hier bescheuert. Mit der Kamera wieder. Nichts gegen die Kamera, ich meine hier die Steuerung, die verändert sich dann so radikal. Rapide verändert sich die. Was soll man sagen? Oh, hier muss man schwimmen, scheiße. Watercastle, hier auch noch mit Wasser. Richtig geil, aber ist jetzt so 2D, so New Super Mario Bros. Ohne Scheiß. Echt wie Super New Super Mario Bros. Gerade. Nur ohne Propellerhead und so. Kein Mikropilz, keine Feuerblume. Nix. Und wir haben Leben und nicht. Ja, wir werden nicht klein, wenn wir getroffen werden. Scheiße! Wurm gesichtet! Wollte uns plätten, aber wir haben geplättet. Das ist übrig geblieben. Ein paar Kieselsteine. Wenn ihr mal Kieselsteine irgendwo findet, dann war es Mario. Hat einen Wump zerstört. Boah, guckt euch an. Übertrieben viele schwarze Löcher. Ihr macht mir Angst. Tschüss. Geiles Castle wieder mal. Gefällt mir. Auch fordernd. Aber wie lange geht es noch? Nichts gegen das Castle, aber trotzdem. Ich dachte, ich alles normal machen muss. Und das ist scheiße. Wie komme ich da hoch? Ach, weil die Steuerung wieder so an. Bumba. Scheiße, ist der blöd platziert. Muss mal so machen, ja. So geht's. Nur puff. Ich will da noch mal hin. Danke. Nehmen wir uns doch mit. Achso, es wird erst gefährlich, wenn wir hier drauf gehen. Und scheiße, scheiße, scheiße. Feuer unterm Arsch. Mario nicht laufen will, kriegt da Feuer unter den Hintern. Was müssen wir hier machen? Gegen den. Ne, mit der Uhrzeigersinn, aber gegen das Feuerdingsbums da laufen, okay. Boah, die Steuerung, scheiße. Das ist echt strange hier.
komme da nicht so gut mit klar. Oh, da müssen wir rein. Zack. Ach, jetzt gibt es schon wieder einen Bowser-Fight. Nee, gar nicht. Wir müssen nur das Tor aufmachen. Ach, vielleicht gibt es auch einen Bowser-Fight, wer weiß. Erstmal den oben. Hä? Ach so, ich muss jetzt Stampfattacke. Sorry. Den oben links. Jetzt hier oben rechts. Links vor rechts halt, ne? Obwohl jetzt nicht stimmt. Ist ja eigentlich rechts vor links. Jetzt extra falsch gesagt. Und da unten noch eintreffen. Oh, so ein Ziel, was ein Pass ist. Dann seht ihr. WTF? Ach, die Burgzinne hat es gemacht. So was Asoziales, wird die denn dahin platziert, als ob Bowser es geahnt hätte. Und da rein, wie mache ich das? Achso, okay. Und wir kommen wieder zum Boss. Wieder Bowser. Hm? Nicht schon wieder. Hm, leerer Thron, WTF? Bowser, ja. Schon wieder. Du hier! Nun gut, immerhin bist du mein Herz, mein Teil, gibt das Sinn! Ist ja geil, ja schon. Das war nicht witzig. Aber wisst ihr noch nicht weiter, Mario? Ich werde dich jetzt zu Sternstaub zermalmen. Mario als Sternstaub kann man sich schlecht vorstellen. Oh. Und mache ich den wieder genauso? Oh, Finsterschlag, Hexerschlag aus Super Smash Bros. Hat er von Gendorf abgeguckt. Aus Brawl. Oh, yo, jetzt macht er eine Welle. Die Welle hat er von Spectre abgeguckt, von Ape Escape, danke. Wie alles klaut. Was ist das für ein komischer Bowser-Fight? Aber die Bowser-Fights sind immer einfach. Immer. Ich habe noch nie Probleme in keinem Mario-Spiel. Am besten ist Super Mario Bros. 1. Ja, wie krass, das war einfach nur vorbeilaufen, war tot. Ticket. Oh! Wie er nichts kann. Brauche ich auch nur ein Leben, so Risikokomet. Verliere ich doch nichts bei. Ja, vielleicht geht er noch richtig ab, wer weiß. Es zeigt sich ja jetzt meistens beim letzten Leben. Der Mistkäfer habe ich auch erst gedacht, dass er nichts kann, aber er ging ja beim letzten Leben richtig ab. Wieder sein Hexerschlag hier und wir sind schon da und BÄM! Oh, schon down? Hi. Wie er nix kann? Bowser, sollst du mal neue Moves einfallen lassen? Nicht dein scheiß Meteoriten, was bringt dir das? Ja, oh, er macht einen neuen Move, Feuer! Oh, doch so schlimm. Oh, kriegt man ja direkt Angst. Boah, eine Welle wieder. Boah, Bowser, bist echt genial. Er wird sauer. Das bringt ihn aber auch nichts, wenn er sauer wird. Nicht ein Treffer hat er erreicht. Was für ein Noob. Geh nach Hause, Bowser. Hexerschlag hat Gendorf mir beigebracht, aber naja, irgendwie bringt's mir nichts. Ticket. Down. Lächerlicher Kampf, ohne Schmarrn. Einer der einfachsten Bowser-Fights in der ganzen Mario-Geschichte. Muss man ja gar nichts können. Nur ein bisschen zielen mit diesem Meteorteil. Was, wie konntest du? Wie konnte ich dich nicht mal treffen? Gendorf hat mir den Hexerschlag beigebracht. Warte nur, du Dummerchen. Du hältst mich nie auf meinem Plan, ist schon zu weit fortgeschritten. Ich werde von anderen Bösewichten noch mehr Moves lernen, denn werde ich dich vielleicht mal treffen. Das bringt es dir, die Moves von anderen Bösewichten abzuschauen. Blöder Spicker, wie in der Schule, hast du auch mal gespickt, oder was? Ohne Schmarrn, wie einfach der ist. Ja. Sehr harter Fight hier. Ich hoffe, das gibt's mal als Risikokomet, wie einfach ich den durchrushen würde. Leute, fandet ihr die auch so einfach? Hey, Bowser! Kampf findet ihr, vor allem Mario-Spielen, findet ihr am schwierigsten. Könnt ihr mir gerne schreiben. Eigentlich sind ja alle einfach, aber ich glaube von Super Mario Galaxy 1 ist am schwierigsten, oder? Der Endfight. Nee, Super Mario 64 finde ich schwer.
weil ich das mit dem Werfen nicht so richtig hinkriege. Aber wenn man es kann, ist es auch einfach. So. Die Asikak haben wir geschafft und Bowser Castle. Können wir da stolz drauf sein? Alles ziemlich schnell. Du hast es geschafft. Das war der vierte große Stern. Ein weiterer Kampf gegen den Bowser-Copter. Den da, ist er etwas stärker geworden. Du siehst ein wenig erschöpft aus. Der kann gar nichts. Letztes Mal hat er mich sogar getroffen, weil ich da noch Noob war. Wir müssen den Noob unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr an Kraft gewinnt. Dann trifft er dich vielleicht mal. Das wäre ja eine Schande. Also machen wir weiter. Ich sag mal, alle Mann an Bord und leiden los, Steuermann. Ja, sind wir hier auf ein Bootsschiff, also auf so ein Segelboot oder so. Leiden los, ey. Der ist zu cool mit seinen Sprüngen. Ja, der Luba ist schon ganz nett. Vielleicht baut man den ja in einen neuen Super Smash Bros. Ein, wenn er es rauskommt. Fände ich echt cool. Allgemein müsste man ja Mario Galaxy Map mal. Letztes Mal ja in Super Smash Bros. Brawl gibt es ja Sunshine Welt. Oh, eine Röhre schon am Anfang. Man muss diese Galaxie schaffen, sonst geht's nicht weiter. Oh, dieser Ort sieht aber ziemlich gut bewacht aus. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir uns der feindlichen Heimatbasis nähern. Die Bösewichte erwarten uns mit Sicherheit schon, aber du schaffst es, Steuermann. Cool. Sind wir jetzt echt schon fast am Ende? Gibt es nur 5 Welten hier? Was heißt nur, sind ja sehr viele Galaxien und alles schön gestaltet, aber trotzdem. Raumwirbelgalaxie. Ihr wisst, was im nächsten Part auf euch wartet. Die Raumwirbelgalaxie. Und ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad steigt nochmal enorm. Also, freut euch drauf. Ich tue es. Boah, guckt euch den Hintergrund an. Wird immer epischer. Alles solche Planeten oder was sind? Die Milchstraße. Ja. Oh, und andere Musik. Das ist natürlich noch gleich die Grundmelodie. Hammergeil! Also das war auch schön geskillt, oder? Bowser? Ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Schönes Ende! Schöne Bowser-Festung! Und die Asikacke beim Third Try, wenn ich mich nicht irre. Wieder ein schön skilliger Part. Gefällt mir. I like it. Also. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Dann geht's weiter. Hoffentlich wieder mit so viel Skill. Also, haut rein.